So, hallo, hallo. Heute die erste Folge von Pokémon vom neuen Karmazin heißt es, glaube ich, ne? Ich bin mir da gerade gar nicht mehr ganz sicher. Ich habe da schon ein bisschen angefangen zu zocken. Das wird auch nicht regelmäßig kommen, sondern mehr so, ja, ne, wenn ich mal Lust und Laune dazu habe und wenn es halt was Geiles zum Aufnehmen ist. Ich denke, die Orden und natürlich die Champion Arena werde ich jedes Mal hochladen. Auch so die, ja, diese neuen Dynamax-Pokémon. Das ist jetzt ja nicht mehr Dynamax, sondern, oh, keine Ahnung, ist eine andere Form. Da sind die auch größer und haben so ein Ding auf dem Schädel. Ja, wird ganz geil. Wir haben hier schon ein bisschen angefangen. Wir sind jetzt in der ersten Arena, ne? Hier ist mein Team. Also hier mein Starter, da habe ich das Pflanzen-Pokémon gewählt, das schon auf Stufe 2. Dann hatte ich da die erste Entwicklung, dieser kleine Ball, wo dem sein Schwanz genauso groß ist wie er, geholt. Das ist jetzt aber schon der dritten Entwicklungsstufe. Noch ein Nebula gefangen, noch ein Mankey, habe ich damals immer sehr gefeiert als Kind, weil die Weiterentwicklung finde ich richtig geil. Dann hatte ich noch ein Pichu gefangen, das ist jetzt schon ein Pikachu. Und hier Funfee. Ansonsten kann ich euch ja mal zeigen, was ich noch so habe. Genau hier, das ist so gesagt das neue Smetbo, wie Vivillon heißt es. Das ist jetzt auch schon der dritten Entwicklungsstufe. Ansonsten habe ich hier noch ein ziemlich hohes Level 21er Bamelin gefangen. Das werde ich, denke ich, nur so weit spielen zum Weiterentwickeln. Das hatte ich aber so schon im letzten Pokémon Main als Wasser benutzt. Deswegen werde ich das leider nicht benutzen, genau wie hier Staralilli. Das ist ja nachher Staraptor, feiere ich auch sehr, habe ich ja beim letzten schon so viel benutzt, also werden wir beim Fliegenden auf was anderes gehen, wahrscheinlich der oder da gibt es noch eins, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, das würde ich sehr gerne zocken. Oder ja, hier im Blutzug wäre auch cool, das kann ja nachher auch fliegen, das ist nämlich Gift und Psycho oder so, Gift und Fee, ich weiß es nicht mehr genau. Ansonsten hier holen wir vielleicht nochmal Trassler bald rein, wenn sobald Nebulak Apollo ist. Weil um es zum Gengar zu bekommen, muss man ja, glaube ich, tauschen. Und wenn jetzt hier haben wir noch ein Vonera oder ein Mobile, haben wir noch ein Enton. Das ist eigentlich auch ganz cool in der nächsten Entwicklung. Hier das Pflanzen-Pokémon ist eigentlich auch ganz witzig in der dritten Entwicklung. Also wir haben da schon mal einiges gefangen. Aber ich will euch jetzt nicht zu quasseln. Wir gehen jetzt mal hier hin. Ich habe auch schon diese Olivenroll-Mission gemacht, wo man die... Ja, seht ihr, wo man rumrollen muss. Genau. Da hoffe ich, dass wir jetzt einen Arena-Kampf machen können. Natürlich will ich das. So, dann gehen wir da jetzt direkt rein. Ja, ne? 3 Minuten habe ich euch jetzt zugequasselt, bis ich losging. Habe euch ein paar Pokémon gezeigt. Ich hoffe, das ist okay. Und dann gehen wir jetzt mal in den Arena-Fight, ne? So, steht die Kamera richtig? Ja, die Kamera ist so okay, weil die war mir gestern einmal runtergefallen, da musste ich sie nochmal neu aufstellen, aber genau richtig hingestellt, perfekt. So. Schauen wir mal, ne? Was uns da jetzt erwartet. Ja, war klar, dass die so eins hat. Beste, ne? Aha, okay, ja. Ja, laber mich nur zu, kämpf einfach gegen mich. Ich nehme dir jetzt einen Orden ab, komm. Die hat Käfer-Pokémon. Ich habe leider noch kein Feuer-Pokémon. Ich habe eins versucht zu fangen, aber das habe ich aussehen gekillt. Das war auch das erste, was ich bis jetzt gefunden habe. Also hoffen wir einfach mal, dass es jetzt trotzdem gut läuft, ne? Ja, das Star-Ding war gar nicht so schlecht. Ich denke, das hat vielleicht, wenn es eine Weiterentwicklung hat, sogar eine coole. Aber das Ding war nicht schlecht. Ja, das Ding da ist wirklich nicht ohne, was die da hat. Gut, ja, die ist... minimal niedriger vom Level als ich, da hatte ich nämlich schon Angst davor, dass die mich komplett vom Level her wegholt. Ist Gott sei Dank aber nicht der Fall.
Funfee ist halt auch geil, das ist in der nächsten Entwicklung, finde ich richtig nice. Deswegen muss ich das jetzt auch ein bisschen spielen. Und ich muss die Arena gewinnen, weil mein Barmelin ist Level 21 und mein Starter, seht ihr, ist ja auch bald Level 21. Tarantul. Keine Ahnung, was das ist. Ja, komm, wir bleiben mal bei Funfee. Auf jeden Fall, du brauchst, also das ist jetzt in dem Pokémon neu. Ah, das ist das Ding. Also du musst Arena-Leiter, also Orden bekommen, damit dein Pokémon auf dich hört. Also das ist wie in der Serie damals, zum Beispiel mit Barmelin oder Glurak oder, ach, was gab's denn da noch alles in der Serie? Wenn ihr halt euer Pokémon auf einem zu hohen Level habt, aber keinen Orden oder nicht den Orden, den ihr dann auf dem Level bräuchtet, dann hört das nicht mehr auf euch und greift vielleicht von allen 5 Angriffen nur noch einmal an und ansonsten hört es halt nicht und macht gar nichts. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das jetzt gewinnen, sonst hört nämlich mit Pech mein Starter-Pokémon nicht mehr auf mich und das ist halt mein stärkstes. Deswegen, das muss klappen. Wie hat die nur 3 Pokémon, dass die das jetzt schon einsetzt? Boah, der Bär da ist auch geil, davon die, wenn ich mich nicht täusche, die Weiterentwicklung müsste das, glaube ich, sein. Die ist eigentlich auch ganz, ganz cool. Wenn wir den Bär finden, fangen wir uns so einen auf. Krank, Alter, wie effektiv das Ding ist. Bei Walzer ist glaube ich so, der setzt immer wieder die einen selber Attacke ein, aber ist anscheinend gegen Käfer ultra effektiv. Was für, ich hab jetzt... Ey Leute, ich habe in 6 Minuten den Orden gewonnen. Gut, aber wir machen hier jetzt noch nicht Schluss. Wir laufen mal noch ein bisschen weiter, schauen mal, was noch da so ist, dass die Folge so 10-15 Minuten ist. Genau. Hätte ich das gewusst, hätte ich gestern die Oliven-Challenge schon nicht gemacht und hätte die noch mit aufgenommen, aber ja, nachhinein ist man immer schlauer. Aha, ich habe mir auch mal eine Mütze für 1000 da diesen Liga-Punkten gekauft, aber ich weiß nicht, wie ich die aufziehen kann. Ich will den Hut nicht tragen und auch nicht den schottischen Rock da. Ah, bis Level 25 hören die jetzt auf mich. Ansonsten brauche ich einen. Wie heißt's? Einen zweiten Orden. Das meine ich. Dann würde ich sagen, dann begeben wir uns direkt Richtung zweiter Orden, oder Leute? Was meint ihr? Also gehen da in die Richtung. Den zweiten Orden werden wir in der Folge jetzt nicht mehr machen. Ich will da halt auch das immer in einzelnen Folgen haben, aber ja. Ach, nicht die schon wieder. Die labert einen immer so zu. Aha. Ja, ich überfliege das gerade mal kurz, aber ich lese das jetzt nicht extra vor. Wenn ihr das unbedingt wissen wollt, was da steht, drückt halt einfach mal kurz Stopp. Jetzt nicht mehr alle 2 Sekunden angerufen werden. Das reicht. Mensch. Ja, oder wir gehen jetzt nochmal zurück in Richtung zu Pepper und machen dort dann das erste Pokémon für die Spezialattacke hier für unser Reit-Pokémon. Ah, da seht ihr die zuletzt Gefangenen beziehungsweise die Entwicklung. Kämpfte Pokémon, ja. Hier. Yeah. Teddy Ursa, ja, das ist die Vorentwicklung. So eins fangen wir uns. Die Weiterentwicklung davon ist sehr cool. Sicherheitshalber gehen wir jetzt natürlich auch einmal... Oh, verdrückt. Noch einmal speichern. Falsche Taste. Hier drauf wollte ich. Nee, hier drauf wollte ich nicht. Hä? Hier drauf wollte ich, komm. Speichern wir einmal ab. Also hier sind gerade wieder die FPS-Drops des Todes. So. Gehen wir noch einmal unser Pokémon vollheilen und dann schauen wir gleich mal kurz auf die Karte, wohin wir gehen, ne? Ja, aber ist doch ein geiles Team, was wir da bis jetzt haben, würde ich sagen. Ja, bis Level 25 geht aber sehr schnell, würde ich behaupten.
Nee, Beutel wollte ich auch wieder nicht. Ey, ich komm noch nicht auf Dings klar. Also. Hä? Jetzt bin ich viel zu weit raus. Ah, da ist die zweite Herausforderung. Oder wir gehen dort in die Richtung. Ja, wenn das da die nächste Arena ist, die wir machen sollen, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gehen in die Richtung. Ja, ich will keine Info, Mann. Als Zielort festlegen. Das ist der Weg, den wir jetzt bestreiten. Ja, komm, ein paar Minuten haben wir noch, 5 Minuten oder so. Rennen wir einmal hier noch lang, schauen mal, was es so gibt, damit ihr auch einen kleinen Einblick hier über das Spiel bekommt. Ja, ne. War jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die spannendste Folge. Dachte auch, dass die Arena ein bisschen krasser ist als 3 Pokémon, die ich weggewonnen hätte, aber ne, ist wie es ist. Starting könnte noch krass sein. Ich wollte unbedingt meinen Mankey weiterentwickeln. Hier, die sind auch cool, aber das Nebulak natürlich cooler. Haben wir gegen die schon gekämpft? Ja, haben wir schon. Weil ich bin zuletzt schon ein klein bisschen hier hochgelaufen zum Leveln. Aber ab hier weiß ich jetzt auch nicht, was uns erwartet oder kommt. Ja, noch nichts Neues. Oh, hier das Ding sammeln wir auf. Hier diese goldenen Punkte müssen wir mal mitholen. Da könnte ein Trank oder sonst was sein. Was sind da hinten das? Ah, das ist nur Gras, was sehr komisch aus dem Boden schaut. So eins würde ich gerne noch fangen. Können wir probieren das mal. Weil davon die Weiterentwicklung ist eigentlich auch noch ganz cool. Schauen wir mal, ob wir das gefangen bekommen oder ob ich es jetzt mit Pech direkt töte. Also was halt mit One-Hitten, aber das so zu... Ah, wobei, das da könnte gerade gut sein. Aua. Was für der paralysiert mich mit der Attacke? Frechheit. Los, fang es. Geil, 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 geil. Seht ihr, jetzt war mein Main-Pokémon gerade Level 21 bekommen. Weil die anderen im Team bekommen ja auch XP. Den legen wir aber erstmal in die Box, jetzt nicht direkt ins Team. Ja, seht ihr da, wir haben schon einiges an Pokémon gesehen. In Enton haben wir auch schon eins. Hier sind ja wieder richtig viele Entons. Oh, hier. Prachtfeder, ui. Sehr prachtvoll. Ja gut, aber ich glaube hier auf dem Weg kommen jetzt fast nur noch die Pokémon. Sammel doch die Kacke auf, Mensch. Granitstein. So. Funfi-Kralle. Funfi. Seit wann hat der Elefant da eine Kralle? Komm, hier, den machen wir gerade noch. Und dann war's das nämlich mit der Folge. Ah ne, dann bin ich anscheinend sogar bis hier hoch. Oder? Nee, oder? Ich weiß nicht. Ja, 13, 14 Minuten kommen. Nee, dann machen wir jetzt hier ein Picknick. Und sammeln noch dort hinten das rote Ding ein. Hä, ich kann hier kein Picknick machen, ich verstehe es nicht. Ah, das Pferd. Pokémon da, das, diesen Esel habe ich noch nicht herausgefordert. Ich meine, wir wollen ja auch alles im... Da habe ich auch noch nicht herausgefordert. Mal schauen, was das ist. Wir wollen ja auch den Pokédex voll bekommen. Das Ding sieht irgendwie putzig aus. Flatutu. Aha. Ich denke, Flatutu braucht einen Dampf. Na, hat wahrscheinlich keinen Effekt, weil das Ding fliegt, oder? Ah, ne, ich bin paralysiert. Trashpflege, weil wir haben weniger Leben als das. Ja, super, hat ja gar nichts gebracht. Machen wir mal die gute alte Walze. Batz. Ja, das macht alles keinen Schaden. Was ist denn das für ein Pokémon?
hoffen, dass Dalton falls hittet, wenn muss ich gleich ein anderes Pokémon nehmen. Hallo, Panty, mach was, nicht paralysiert sein. Und dann holen wir jetzt einfach mal. Na, ich denke, Pikachu haut dem auch gut eins rein. Panty kommt zurück, los Pikachu. Das ist auch cool, dass man so von der Hund drehen kann, ne? Machen wir einen Donner-Shot, komm. Ah, hätte ich mehr erwartet. Ja, scheiße. Hätte ich doch besser direkt Nebula genommen, wie ich vorhatte. Und nicht ein Elektro-Pokémon, aber es war ein Versuch wert. Das Doof ist, dass wenn du das erste Mal gegen Pokémon kämpfst, dann weißt du ja natürlich auch nicht, was effektiv ist und was nicht. Außer ich google jetzt, was das für ein Pokémon, was das für ein Typ ist, weil das da ist aus einer neuen Generation, das weißt du auf keinen. Auf keinsten. Unlicht könnte gegen das Ding effektiv sein, komm, oder? Hat keine Wirkung auf Nebulax, so muss das. Na ja, sauber. Wir da gegen so einen Dings kämpfen, da müssen wir aber. Denkt ihr, Mankey ist effektiv? Ich weiß ja nicht. Komm, wir probieren es einfach. Komm her. Denn das Goldene, was man im Hintergrund sieht, das ist irgend so ein ziemliches High-Level-Pokémon hier im Gebiet. Und so habe ich auch das Bamelin oder Boedin oder wie es heißt bekommen. Ja, ich kann aber am Anfang nur die groß benutzen. Oder warte, wir probieren mal hier. Ja gut, macht jetzt auch nicht so mega viel Schaden. Und dann probieren wir mal eine Kratzfurie. Ah, scheiße. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass es mir jetzt übel eins reindrückt. Wären wir bloß bei Geowurf geblieben. Wären wir bloß bei Geowurf geblieben. Geowurf, komm, greif zuerst an. Ich habe so gehofft, dass er keinen Stampfer mehr einsetzt. Schade. Was holen wir da? Dann holen wir Nebula, komm. Weil Stampfer kann Nebula nicht hitten. Wir machen mal einen Schlecker. Die Attacke benutzt der Apollo auch gerne. Wäre halt perfekt, um das Ding jetzt zu fangen. Aber ehrlich gesagt will ich es nicht fangen, ne? Also wird es weggeschleckt. So. So muss das. Gut. Da würde ich sagen, machen wir hier mal einen Schlussstrich. Und machen hier mal die Folge. Wie gesagt, also ich empfehle euch, wenn ihr Lust habt, Pokémon bei mir zu sehen, dann empfehle ich euch eher, ja, ne, hier in den Stream zu kommen. Den Stream findet ihr in der YouTube-Beschreibung oder, ja, generell, auf meinem YouTube-Kanal steht's auch. Sorry, war gerade abgelenkt. Genau. Also, wie gesagt, wenn ihr das gerne bei mir sehen wollt, würde ich euch eher empfehlen, hier in das Dings auf Twitch zu kommen. Sorry, ich laber euch schon dazu. Das war's mit der Folge. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge bei irgendeinem anderen Spiel oder ja, was sich so anbietet. Und wendet halt hier nochmal im nächsten Video oder Media im Stream. Bye bye, Leute.